so unmöglich, dass der sich immer die besten Projekte schnappt. Na, und ich finde es auch so grenzwertig, dass die hier Frau Müller einfach mal zum Chef geht und diesen Dackelblick aufsetzt. Es ist so, andere Menschen können so anstrengend sein. Es ist so eine Unverschämtheit, wie die sich immer die besten Projekte ergattern, ergaunern, erschleichen. So, ungefähr, könnten Sie jetzt denken. Theoretisch bringt Ihnen aber leider wenig. Unterscheiden Sie zwischen Reiz und Reaktion. Immer dann, wenn Sie etwas am anderen Geschlecht reizt. Also jetzt im negativen Sinne. Wenn Sie denken so, warum, wieso macht er sie es das so und so. Reiz und Reaktion, das kommt von Viktor E. Frankl. Er war jüdischer Psychologe und Neurowissenschaftler und ja, landete eben damals im KZ-Lager. Seine Frau starb dort, seine Eltern und auch sein Bruder und er und seine Schwester überlebten. Und während er in diesem KZ-Lager war und das Schlimmste erlebte, was man überhaupt erleben kann, hat er für sich entschieden, warte mal, alles, was ich gerade erlebe, das ist der Reiz, gegen den kann ich tatsächlich nichts machen. Aber ich kann entscheiden, wie ich reagiere und da liegt die wahre Freiheit. Die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Reiz, kann ich nichts machen, aber wie ich reagiere, da kann ich sehr wohl entscheiden und mitbestimmen, was ich da mache. Das wurde so ein bisschen auch umgesetzt mit diesem einen Film, Das Leben ist schön. Wunderbarer Film, wo der Vater praktisch seinem Sohn das irgendwie schön verkauft, dass sie gerade im KZ gelandet sind. Sehr trauriger Film, aber das spiegelt das so ein bisschen wider. Bedeutet, die Kollegin oder die Chefin ist einfach unfair. Das ist der Reiz. Der eine Kollege, der sucht sich immer die besten Projekte aus. Das ist der Reiz. Sie entscheiden, wie Sie damit umgehen, wie Sie reagieren. Da liegt eben die Freiheit. Und ich persönlich fahre sehr gut damit, auch in meinen Trainings, wenn ich die Leute dazu hinführe, wieder richtig neugierig zu sein und sich zu fragen, okay, diese Person hat eine andere Meinung oder geht einen anderen Weg, um an Projekte ranzukommen. Wieso macht die Person das oder was will sie erreichen? Oder wie kommt es, dass dieser Mann, dieser Kollege, dieser Kunde einen komplett anderen Blickwinkel hat? Seien Sie neugierig. Auch da gehen Sie wieder so ein bisschen in diese Richtung L wie Liebe, den anderen sehen, wahrnehmen und herausfinden, was braucht diese Person gerade. Ehrlich neugierig sein, denn dann fahren Sie viel besser in Meetings, in Kundengesprächen, als immer nur zu denken, ist eine Unverschämtheit hier. Und es gibt noch eine sehr schöne Aussage von Buddha. Der hat mal so geäußert, wenn Sie so grob, wenn Sie immer nur selbst reden, hören Sie immer dasselbe. Aber Sie hören etwas Neues, wenn Sie anderen zuhören, wenn Sie hinhorchen. Das ist vielleicht nicht immer das Beste. Und manchmal tut es auch weh, wenn andere sehr andere Meinung haben und vielleicht ihr Projekt zerstören wollen. Aber vielleicht ist die andere Meinung doch hörenswert und bedenkenswert. Das war der Videopodcast Ich Rede. www.ichrede.de von Isabel Garcia.